Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Webinar heute am 15. Juli. Heute erzähle ich euch von den neuesten Errungenschaften von SkyWorld Community. Der große Vorteil der Stringtransports ist, liebe Kollegen, wir alle wissen, dass Fahrgäste in öffentliche Verkehrsmittel unter einer totalen Erschöpfung leiden, die als der Reisemüdigkeit bezeichnet wird und sich von Apathie, Energieverlust, chronischer Müdigkeit und schlechter Laune ohne Grund äußert. Wie wir wissen, kann man sich weniger als eine Stunde der U-Bahn aufhalten, ohne dass Gesundheitsschaden zu nehmen. Zu den negativen Auswirkungen auch für die Gesundheit gehören extremer Lärm, stärker elektromagnetischer Felder, Klaustrophobie und übermäßige Gedränge in einem geschlossenen unterirdischen Raum. In einer neuen Studie über die Lärmbelastung im Verkehrssystem von New York City haben Forscher in der Mailman School of Public Health of Columbia University das herausgefunden, dass die Lärmepegel aufgrund von den Weltgesundheitsorganisation und der US-Umweltschutzbehörde empfohlenen Werte übersteigen kann. Das heißt, in einem neuen Papier eines Entwicklungs von Verkehrsmitteln zu machen. Laut der Studie kann die bereits eine Lärmbelastung von 30 Minuten pro Tag, wie sie in öffentlichen Verkehrsmitteln von New York City gemessen wurde, zu Hörverlust führen. In eigenatmender Luft enthält viele potenzielle giftige Stoffe, die nach Quelle und Ort variieren. Auch die private PKW ist in einem Reisekomfort nicht förderlich, da es im Verkehr stecken bleibt, das den Fahrer nervös macht und zu chronischen Stress führt, einschließlich der Notwendigkeit, die Verkehrssituation intensiv zu analysieren, um sicher zu fahren. Reisemüdigkeit hat uns psychologische Ursachen. Das Gleichgewichtssystem kann häufiges Bremsen und Beschleunigungen, Vibrationen, Entschütterungen und Lärm nicht verkraften. Darüber hinaus hängt die Ermüdung des Fahrgästen nicht nur in den Schwingungsformen des Körpers ab, sondern auch von der Dauer der Entwicklung solcher Beschleunigungen. Liebe Gleichgesinnte, der Entwickler der Stringtechnologie hat einen Artikel veröffentlicht in dem aktuellen Stand von den Dingen in Ecotechnopark in Weißrussland, hat beschrieben, genauer gesagt in Gleichstruktur und dort vorkommenden Arten, die Stringtransportinfrastrukturkomplex dank unserer Bauweise ist rollende Material nicht von Staus und Unfällen bedroht und die Trasse nimmt keine großen Flächen in Anspruch. Es gibt verschiedene Arten von Eisenbahnwerken. Sie werden alle auf Gelände in Ecotechnopark in Weißrussland präsentiert und haben jeweils ihre eigenen Merkmale. Aber im Wesentlichen ist die Schnurbahn ist ein leichtes, robustes und langlebiges Transportviadukt. Wenn nötig, nimmt der Gleisstruktur, Gleisfaserkommunikationsleistungen, Stromleistungen und Produktleitungen auf. Die Struktur basiert auf den vorgespannten Seilen, die zwischen zwei massiv verankerte Stütze gespannt sind. Dazwischen werden die Schienen und leichten Zwischenstützen getragen. Die verankerten Stützen können in Kombination mit Bahnhöfen, Einkaufszentren, Wohn- und Industriegebäuden gebaut werden. Die Stützen können auch die Windkraftanlagen, Solarkraftwerke verwendet werden. Die Ecotechnopark verfügt über 5 verschiedene Schienen und Stringtransportträger, flexibel, superleicht, starr, halbstarr und spezialfrei. Sie sind so konzipiert, dass sie im Betrieb des Verkehrs unter verschiedenen Bedingungen mit unterschiedlichen Spannweiten und Materialkapazitäten testen, je nach Zweck, Intensität, Art und Durchfahren der Fahrzeuge,
Die Transportgeschwindigkeit auf den Gleisen variiert zwischen 50 und 150 km pro Stunde. Die wichtigsten Fahrzeugtypen, sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr, können auf alle oben genannte Gleiskonstruktionen verkehren und haben alle Vorteile, wie zum Beispiel die Langlebigkeit, lange Tätigkeit und Gleises geringe Materialkapazität, Möglichkeit des Betriebs bei extremen Temperaturen, der geringe Durchmesser einer Stringschiene, ihre Lage auf dem Boden optimiert, eine Aerodynamik erhöht die Transportgeschwindigkeit und garantiert ein höheres Sicherheitsniveau des gesamten Transportkomplexes. Der große Interesse der ruandischen Entwicklungsbehörde an Innovationen, Stringtransport und Infrastrukturtechnologie ermöglichte den Projektvertretern einen Besuch in der Hauptstadt Kigali, wo sie mit dem Minister für Infrastruktur, dem Urbanisierung und der Infrastruktur zuständigen Stellvertretern, der Bürgermeister von Kigali und Geschäftsführerin von Kigali Innovation City, Frau Tessie Dusakara, zusammentrafen. Die Mitglieder der Delegation stellten Optionen für Personenverkehrsprojekte und luden Ingenieure, Fachleute aus Ruanda ein, Charge zu besuchen und über eine Technologie zu erfahren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand ein mögliches Stringprojekt zwischen Kigali und dem baubefindlichen Flughafen. Auf dieser Strecke könnten die Fahrgäste ihr Ziel schnell, sicher und bequem erreichen. Es wurde auch einige Optionen für den Aufbau eines öffentlichen Verkehrssystems ins Zentrum in Kigali geprüft. Ruanda ist sich den Tatsachen bewusst, dass die Hauptvorteile des Schienentransports seine finanzielle Effizienz, seine Umweltfreundlichkeit, seine Aufwendbarkeit und Hügelgelände in Anpassungsfähigkeiten und lokale sozialen Bedingungen sind. Dies sind die Kennzeichen der Technologie bei der Planung eines öffentlichen Verkehrssystems. Ruandische Beamte haben ihr Interesse auf Bau, Eisenbahnstrecken bekundet und auch erste Schritte zur Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte aufgedeutet. Liebe Freunde, wir haben euch mit Informationen der Tochtergesellschaft der Entwicklung von Stringtechnologie im Nahen Osten über Projekte in Ruanda versorgt. Und heute werden wir diese Informationen durch einen Bericht der Muttergesellschaft über die Möglichkeit ergänzt, die Stringtransportinfrastrukturkomplexe auch in Lesotho einzusetzen. Vorausgegangen war die Teilnahme des Unternehmens in einem internationalen Forum Ruanda 2022 in Kigali. Auch Lesotho ist an der Stringtechnologie interessiert, da die Transportprobleme dort nicht weniger akut sind als in Ruanda. Das Land liegt auf einer Höhe von 1400 Kilometer über dem Meeresspiegel. Es ist sehr teuer und schwierig, die traditionellen Verkehrsverbindungen aufzubauen. Jeder Transport kann zu einer erschwinglichen, effizienten Alternative werden. Das sind potenziell in der Region mit dem Terrain am größten ist. Für das Schienenbauwerk ist der Bau von Dämmen, Brücken, Kreuzungen durch anderen Bauwerken nicht erforderlich. Aufgrund der großen Spannweiten zwischen den Stützen, 2000 Kilometer, kann die Drahtschiene über verschiedene Hindernisse hinweg verlegt werden. Bei einem Treffen von dem Premierminister von Lesotho, die Moketsi Mahoro, wurden die Einsatz von der Standbahn in Hauptstadt Maseru diskutiert. König Letsi III. Dieses afrikanischen Landes hatte übrigens zuvor die Demonstration in Tetzetum für den Stadtbahnverkehr am Vereinigten Arabischen Emirate besucht und war sehr, sehr beeindruckt. Derzeit laufen Verhandlungen mit einer Regierung von Lesotho über die Organisation gemeinsamen Arbeiten zur Durchführung von Projekts in diesem Land. Sehr geehrte Abonnenten von
RSV-System. Hier sind weitere und sehr wichtige Neuigkeiten aus der Niederlassung der Sharjah. Wie euch die wahrscheinlich wisst, die Installation der Gleisstruktur in der Bauphase ist einem Stromschienengleis eingelegt wird. Jedes Element des Gerüsts muss in seinem genau festgelegten Zeitpunkt und einem strikten Reihenfolge montiert werden. Die halbstarre Schienenkonstruktion besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, auf eine jede bestimmte Funktion erfüllt. Das Verfunkgehäuse bildet einen steifen, aber leichten Stutz für den String. Eine Umweltflüsse und andere äußere Einflüsse des Strings selbst tragen die notwendige Last, während die Aluminiumprofil die Übertragung elektrischer Ströme aber lange Strecken mit minimalen Verlusten ermöglicht. Alle diese Komponenten zusammen bilden Eisenbahnviadukt. Damit Elemente in der Gleisanlage gemeinsam funktionieren, müssen die Bauphasen strikt eingehalten werden. Das Abwickeln der Seiten ist nur einer davon. Der Schienbahnschnitt besteht aus zwei Arten von verwendeten Litzen. Auf der Unterseite versinkt in bemerkenswerten Korrosionsverschützen behaften und verzinkt mit einem wetterfesten Ummantelung und niedrigte Polyelementen für den Außensatz. Die Abwickeln erfolgt in einer genau festgelegten Reihenfolge, wobei die weitere Dehnung, die Formung der Kapitel berücksichtigt wird. In der Praxis erfolgt das Abwickeln mit den Baumaschinen in einem Seilwagen, den aus dem Unternehmen selbst an Ort konstruiert und hergestellt werden kann. Jedes Seil wird separat in einem bestimmten Stelle platziert. Das ist ganz, ganz interessante Technologie. Schauen wir uns ein kurzes Video zu diesem Vorgang an. Bis gleich. Und wir machen es weiter. Die englische Fachzeitschrift The Railway Technology hat in einem Artikel veröffentlicht, in einer effizienten Lösung für den Stringtransport und das Personenverkehr vorgestellt werden. Das Unternehmen, das die Technologie entwickelt, wirft, fertigt und testet die Transportinfrastrukturkomplexe in einer Gerüstbäumweise. Die können in einer Reihe von Berichten eingesetzt werden. Dazu gehören der städtliche und der überdeutliche Personenverkehr, unbemannte Elektrofahrzeuge und Stahlräder, die sich in einer Geschwindigkeit bis zum 150 km pro Stunde in den Boden bewegen, sind mit der Lage, Menschen effizient zu transportieren, bis zu 50.000 Personen pro Stunde. Das ist eine sehr große Zahl. Die Eigenschaften der Stringtechnologie ermöglichen es, die Beförderung einer maximalen Anzahl von Fahrgästen zu minimalen Kosten zu organisieren. Fahrzeuge können unterschiedliche Kapazitäten haben. Fahrzeuge können zu den mehrteiligen Zügen kombiniert werden. Die Anzahl der elektrischen Schienenfahrzeuge in einem Strang hängt von der Dichte des Personenverkehrs ab. Mit der Hilfe von Verkehrs- und Infrastruktur Einrichtungen können die Ballungsräume und Vororte miteinander verbunden werden. Städte können auch mit dem Flug- und Seehäfen sowie den großen Bahnhöfen verbunden sein. Also die Lösung ist auch der Lage, eine effiziente Verkehrsverbindung zwischen den Städten herzustellen. Die Vorteile der Verkehrs- und der Infrastrukturkomplexe sind die
ersten voraus die Sicherheit, Zugänglichkeit, die hohe Geschwindigkeit, Umweltfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Stringtransportinfrastrukturkomplexe können in einigen Gebieten mit schwierigen Terrain an neuen Regionen mit schwierigen natürlichen und klimatischen Bedingungen gebaut werden. Die Möglichkeit an Schienenbau über die bestehenden Straßen, Eisenbahnen und Stromleitungen, Wohngebiete und Industriegelände zu verlängern, macht diese Lösung flexibel in der Anwendung. Alle genannten Vorteile machen es möglich, das Verkehrs- und Infrastruktursystem von Typ String den heutigen Anforderungen und Personenverkehr so gut wie möglich entsprechen. Liebe Freunde, ich teile mit euch eine weitere gute Nachricht aus Sharjah über die Vorteile des Stringtransports gegenüber seinen Konkurrenten. Sein Umweltpotenzial in der weitaus größer als das aller bestehenden Verkehrssysteme. Sie ist eine vielfaches umweltfreundliche, komfortabler, wirtschaftlicher und sicherer als die anderen bekannten Verkehrsträger, da sich folgende Vorteile bietet: eine Emission von der Treibaussagen in toxischen Stoffen, geringen Ressourcen und Energieverbrauch in einer Phase ihres komplexen Lebenszyklus. Das Eisenbahnviadukt stört nicht die Relief, die Biogeozone, eher die biologische Vielfalt in angesiedelten Naturgebiete. Das Eisenbahnviadukt zerstört keine fruchtbaren Böden und keine Vegetation. Und die Hochseilbahn behindert nicht die Bewegung von Grund- und Oberflächen, Wasser, Menschen, Haustieren und Wildtieren. Das Konzept über dem Boden schwebenden Schiene lässt Staus und Unfälle vergessen und das Entleitungssystem erhöht die Sicherheit in einer bisher nicht bekannten Weise. Einschließung die unterentwickelter und schwer zugängliche Gebiete. Dazu gehört die Stringtransport, das auch für Schaffung eines eisentlichen Netzes und der Hochgeschwindigkeitsstrecken für den Güter- und Personenverkehr sowie für die Intercity-Entwickler, die Hersteller der Hochgeschwindigkeitsstrecken, Viadukten, rollende Material verbundene Industrien, Metallurgie, so als chemische, petrochemische und radioelektronische Industrie, Maschinenbau, Bauwesen und so weiter und so fort. Qualitative Veränderung der Wirtschaftsstruktur, Wachstum der VIP des Landes und der Region, Schaffung neuer Arbeitsplätze in fast alle Bereichen. Liebe Leute, ich habe eine sehr gute Nachricht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für euch mitzuteilen. United Vehicle Robotics ist ein Entwickler der Stringtechnologie, führte seine vollständige autonomen Hubschrauber beschützende Fachdrohnen auf Himmel über das Ras Al Haima in Arabischen Emiraten vor. Mitarbeiter und Projektbüros in Sharjah waren die ersten, die potenzielle Vorteile des Einsatzes dieser Drohne für den Bau und den späteren Betrieb vor Hochgeschwindigkeitsstrecken in schwer zugänglichen Gebieten evaluierten. Die UVR-Drohnen mit hohem Auftrieb können größere Nutzlasten tragen und länger in der Luft bleiben als andere Drohnen mit kleineren Nutzlasten und kürzeren Flugzeit. Beeindruckende ist, dass die können zwischen 200 bis zu 2000 Kilo gelten unter den zivilen Drohnen als extrem hoch. Die können in rauen Bedingungen trotz aller unabhängigen Straßen und Landbahnen fliegen. Also bitte schaut euch ein kurzes Video über die Entwicklung dieser Technologie an. Bis gleich. We'll be right back.
Und liebe Freunde, wir machen es weiter. Das OKO-Wohnungsbauprojekt mit einem System für erneuerbare Energien ist für einen neuen Typ von Wohncluster konzipiert. Der durch schnelle Verkehrsnetze im Rahmen des Konzepts einen grünen Staat mit grüner Energie, einem hochentwickelten Wirtschaft verbunden ist. Es wird derzeit im Test- und Zertifizierungszentrum des Projekts in Sharjah als Arbeitsmodell mit 5 einsatzfähigen Gleisen eingeführt und demonstriert. Das OKO-Haus ist so konzipiert, dass es kleine Auswirkungen auf die Umwelt hat und die menschliche Gesundheit schützt. Es ist ein idealer Ort für die Schaffung eines menschenfreundlichen Mikroklimas, optimale Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Temperatur und so weiter. Das Haus ist ein unabhängiges Ökosystem, das eine Bewohner nicht nur mit dem Strom und der Heizung oder in Emiraten für die Kühlung versorgt, sondern auch mit selbst angebauten Bio-Lebensmitteln. Auf dem Dach des Hauses befindet sich eine Hightech-Gewächshaus, in dem ganze Jahr über Obst und Gemüse angebaut werden kann, wobei in einem speziellen fruchtbaren Boden verwendet wird. Solche Gewächshäuser werden die Landwirtschaft radikal verändern und sich ein wichtiger Schritt zur Lösung des Problems in Energieknappheit bringen. In der Praxis wurde das Ökohausprojekt bereits in Form eines Stringhauses in Sharjah realisiert. Es ist das einzige und Arabischen Emiraten, das vollständig aus dem Holz gebaut ist. Die Holzhäuser sind eine ökologische und wirtschaftliche Alternative zu den traditionellen Ziegel- und Betonhäusern. Gleichzeitig erfüllt das Gebäude also Brandschutzvorschriften und die Öko-Architektur des Büros entspricht den weltweiten Trends und Standards. Die Stringtechnologie-Sparte des in den Vereinigten Arabischen Emiraten aushängenden Entwicklers präsentierte ihr Personenbeförderungssystem, das sich leicht in das städtliche Umwelt integriert lässt und eine Reihe wichtiger Vorteile aufweist. Erhöhte Sicherheit des Hochgeschwindigkeitsverkehrs und das rollende Material hoch über den Boden bewegt wird, geringem Platzbedarf der oberirdischen Bahnhofsbergänge, die leicht an jede logische Aufgabe angepasst werden können, geringeren Bau- und Betriebskosten im Vergleich zu anderen Arten von oberirdischen Bahnüberdrängen und U-Bahnen. Die erste städtliche Strecke wurde bereits in Sharjah in Betrieb genommen. Es ist ein vollständig zertifiziert und umfasst die folgenden Elemente: die Wartungsstation für die Schienenfahrzeuge, bestehend aus Kontrollraum, Schaltschrank, Serverraum, Werkstatt und so weiter. Die Personenbahnhof, 2 Zwischenstützknöpfe, 2 Ankerstützknöpfe, kombiniert mit dem Bahnhof. Also ich kann natürlich die weiter erzählen, aber besser erst können wir das anschauen, wie das System marschiert und welche fortschrittliche Fortschritte diese Technologie in der modernen Welt macht.
Ja, Damen und Herren, ich versichere euch, das System ganz entwickelt und interessant ist. Aber wir machen es weiter. Dr. Lawson Bagus von der African Railway Development Organization, er ist ein Eisenbahningenieur, Dozent für den Eisenbau, hat in Angaben der Middle East String Transport Company unsere Stringtransportinfrastrukturtechnologie in Sharjah mit professionellem Blick bewertet. Während seines Besuchs sah der britische Experte ein innovatives, vollständig zertifiziertes Tropenmodul aus dem Außenbord-Containerschiff, in das Super-Hochgeschwindigkeits-Radfahrzeug in Stahl sowie in einen detaillierten Einblick in Produktion und Betrieb von Passagier, aber auch für die Fachausrüstung. Als Experte auf seinem Gebiet arbeitet Dr. Lawson Bagus aktiv mit der Afrikanischen Union zusammen, die an der Entwicklung von mehr als 60.000 Kilometer Eisenbahninfrastruktur am afrikanischen Kontinent beteiligt ist, um die wichtigsten Städte Afrikas zu verbinden und den Kontinent von Norden nach Süden, von Osten nach Westen durchzuqueren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein 12.000 Kilometer langer Abschnitt vorgesehen, der bis zum 2026 vorgestellt sein soll. Die größte Bedeutung im Rahmen dieser Infrastruktur ist die Eisenbahnstrecke in Nigeria, die durch Calabar für die Hauptstadt des Bundesstaates Cross River und eine Hafenstadt für den Güterverkehr. Dr. Lawson Bagus ist der Ansicht, der Stringtransport, die Infrastrukturtechnologie eine ideale alternative Lösung ist für die 80 bis 100 Kilometer lange Strecke darstellen. Liebe Kollegen, die Expo 2020 war sicherlich der Höhepunkt der Vorstellung des Stringtransports in der Weltöffentlichkeit, aber die Arbeit in diesem Bereich hört damit nicht auf. Beide Entwickler nennen die Road and Traffic Expo Middle East in Abu Dhabi National Exhibition Center im Nahen Osten teil. Der Stand des Projekts zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Besucher auf sich. Den aktuellen Trends in der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur vollgereicht wird. Es wurde daher von der Straßenverkehrsbehörde von Dubai und einigen einflussreichen potenziellen Regionen Kunden für innovative Verkehrsinfrastrukturlösungen besucht. Vertreter von Verkehrsminister und die Organisationen aus Königreich, Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Ägypten, sind ebenfalls auf unsere Stringtechnologie ist ganz interessiert. Es besteht kein Zweifel, dass die Teilnahme auf dem Road and Traffic Expo Middle East das Vermarktungspotenzial der Stringtechnologie als wirklich innovative, kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung für Transport und Infrastruktur erhöht. In ihrem Bestreben, in Produktion auf Weltmarkt zu bringen, ist sie bereit, ihrem künftigen Kunden und zuverlässige Partnerschaft anzubieten, die einen qualitativ hochwertigen Service garantiert. Liebe Freunde, wir freuen uns, euch den Bericht auf Nahen Ausstellung der Stringtransport Developers über den Besuch einer Delegation von Frosher Sensor Technology in einem führenden Unternehmen des Bahnindustrie mit Projekten in mehr als 140 Länder auf allen Kontinenten prüfen, Zertifizierungszentrum in Sharjah vorlegen zu können. Die Delegation bestand aus Spitzenmanager aus der ganzen Welt. Die Besucher sahen die Linienmodelle der Stadt und der Präsentation der Stringtransport, die hohe Leistung der Oberleitung demonstrierte, die Träges, die kombinierte werden die Rotation, die Stahldrahts in Kontakt mit einer Stahlschiene und der Rollreibung. Und diese Technologie ist die fertigste Technologie entwickelt für die faszinierende Führung durch das Zentrum und bekundeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit in der Zukunft. Auf dem professionellen sozialen Netzwerk
ist Entwickler von Stringtechnologie, ist ein Video erschienen, das unsere Gondole in einem Aktion zeigt. Also solche Transport- und Infrastrukturkomplex eignen sich, um einen besten für schwer zugängliche und abgelegene Gebiete, wie zum Beispiel der Wüste oder Bergen, der Stringtrasse, kann der rauen Wetter Bedingungen standhalten. Seine Lebensdauer kann bis zum 100 Jahre betragen. Ein weiterer Vorteil, die volle Bahnkontrolle unter unterbrechungsreife Betrieb rund um die Uhr, völlig automatisierte Kontrollsysteme, erhöhte Gleisstruktur, verhindert Kollisionen mit der Fremdkörper, Unfälle. Die Zugänglichkeit, die Sicherheit und der Güterverkehrs sollten nicht außer Acht gelassen werden. Der Komplex ist in der Lage, bis zu 100 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr zu befördern. Railway Technology ist ein britisches Medienunternehmen, hat kürzlich einen Artikel über den Stringtransport veröffentlicht, in dem die Vorteile seines Gütertransportlösungen beschrieben werden, warum unser Güterverkehr vielversprechender Trend in der Branche. Stringtransportverkehr und Infrastruktursysteme bieten eine Reihe von Vorteilen, eingestellt von der materialintensiv und landliebig und erfordert keine regelmäßige Wartung. Die Lebensdauer der Schienenstruktur beträgt bis zu 100 Jahre. Die Widerstandsfähigkeit der Stromschiene gegenüber rauen Witterungsbedingungen ermöglicht einen effizienten Transport verschiedenen Arten von Gütern in Regionen mit schwierigen klimatischen und geländtechnischen Bedingungen. Die Lieferungen von Waren zeichnet sich durch die Zugänglichkeit und Schnelligkeit aus, dass die Strecke den kürzesten Weg nimmt und verschiedene Hindernisse umgeht. Was die Geschwindigkeit und die Strecke betrifft, das kann bis zum 100 bis zum 500 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Stringverkehr können bis zum 100 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr befördert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stringtransport- und Infrastrukturkomplexe dieses hocheffizient, zuverlässig und umfreundlich sind. Das amerikanische Unternehmen, die heißt Quadratics, hat auf seiner Website bekannt gegeben, dass ein exklusives Distributionsabkommen mit einem Unternehmen geschlossen hat, das das Stringtransport im Nahen Osten entwickelt. Einzelheiten in der Vereinbarung sind nicht bekannt. Auf der Website von Quadratics ist jedoch zu lesen, das Unternehmen nun die Rechte für den Vertrieb und Stringtransport in Saudi-Arabien besitzt. Die Zusammenarbeit mit Quadratics könnte die Fähigkeit des Projekts verbessern, die Technologie auf den Markt zu bringen, die Zahl und vielversprechende Zahlprojekte zu erhöhen. Quadratics Development ist ein amerikanisches Unternehmen, den Bau und die Transportdienstleistungen und die Verwendung von der Leichtbeton und Leichtstahl anbietet. Heute befinden sich die meisten Projekte von Quadratics in Saudi-Arabien. Liebe Leute, wie ich letztes Mal gesprochen habe, möchte ich euch schon wieder die wichtigsten Punkte aus dem letzten Interview mit Anatoly Junitsky mitteilen. Insbesondere hat er gesagt, dass das vergangene Jahr war einer der schwierigsten für uns, da die Coronavirus-Epidemie und die Ausgangssperrungen anhielten. Es waren an den Lieferanten von Dutzenden von Ländern gebunden. Wir waren von den Menschen abhängig. Viele Unternehmen, die uns die Hoffnungen drehten, verschiedene polymere Werkstoffe und die Ausrüstungen für das rollende Material, unsere Einräder belieferten, mussten sich schließen, sodass wir waren gezwungen, die neue Lieferanten zu suchen irgendwo, wurde die Auslieferung um ein Jahr verschoben, irgendwo sogar um 2 Jahre. Also das bedeutet ja eine höhere Gewalt für unsere Unternehmen. Und selbst in dieser ganz, ganz schwierigen Zeit
haben wir überlebt, sind im Vergleich mit vielen anderen Unternehmen viel stärker geworden. Wir sind eigentlich ein mittelständisches Unternehmen und viele mittelständische Unternehmen haben das Insolvenz angemeldet. Wir haben das nicht getan, Gott sei Dank. Und wir haben und entwickeln uns weiter und verbessern unsere Prestationen. Junitzki hat versprochen, dass dieses Jahr Verträge unterzeichnet werden. Und wir haben das auch getan. Ich kann sagen, dass jetzt in verschiedenen Ländern 4 verschiedene Verträge unterzeichnet worden sind. Wir werden sie bekannt geben, sobald wir uns in die planungsmäßige Planungsphase befinden. Dieses Jahr war es für uns sehr wichtig. Wir haben endlich angefangen, für die Arbeit an die Menschen zu bezahlen. Trotzdem haben wir mit unserem Projekt Geld verdient. Und zwar nicht nur mit der Stringtransporttechnologie. Wir verfügen über eine leistungsfähige Produktionsanlage und wir erhalten schon seit langem Aufträge von Unternehmen und verschiedenen Ländern. Dies trägt natürlich zur Finanzierung unserer Technologie bei. Bei der Zertifizierung geht es um Konformität, nicht wahr? Wir haben ein ganzes Testzentrum, in dem wir Materialien und Komponenten und Transportsysteme testen. Alle Dinge, die nicht nur mit den Elektrofahrzeugen zu tun haben, sondern auch mit der Gleichstruktur, der Stützen, der Stromversorgung, der Kommunikation, der automatischen Kontrollsystem. Wir kennen all die Anforderungen und bringen sie in den Komplex ein, woraufhin der Komplex zertifiziert wird. Ich würde ganz gern, liebe Freunde, ein paar Worte sagen, wie funktioniert eigentlich unser Stringtransport unseres Unternehmens. Sehen wir uns einige Beispiele an. Die Fahrzeuge bestehen aus sehr leichten Polycarbonat und Aluminium und sind in einem Elektromotor ausgestattet, die ebenfalls ultraleicht ist. Es nutzt Sonnenkollektoren und Windenergie sowie nur normales Strom zu Betrieb. Die Windmühlen und die Sonnenkollektoren werden noch der Energieerzeugung eingesetzt. Hocheffiziente Elektromotoren verbrauchen ein Minimum von Energie, was zu erheblichen Einsparungen führt. Die einzigartigen Vorteile des Junitzki String Technology entwickelt Transportsystemen ermögliche die integrierte Nutzung vorschriftlicher Errungenschaften auf dem Gebiet des elektrischen, schnellen und natürlich umweltfreundlichen Transporte. Die Innovation von Skyworld Community liegt in Konstruktionsmerkmalen und Gleichstrukturen in dem künstlichen Intelligenz basierten automatischen Steuerungssystem. Die Stärkung der Position unserer Gemeinschaft in den Nahen Osten ist ein Haupttrend diesem Jahr. Die Technologie wurde als offiziell potenziell für die Umsetzung des Infrastrukturentwicklungsplans von Dubai vorgestellt. Zu dem Projekt gehört die Nahverkehrssystem mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometer mit 21 Stationen, damit unsere Technologie muss realisiert werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass seine Hoheit Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, Mitglied des obersten Bundesgerichts in den Emiraten, den Innovation der Technologiepark in Sharjah hat besucht und genehmigt. Liebe Menschen, um unser heutiges Webinar abzuschließen, möchte ich noch Zusammenfassung geben. Im Laufe des Jahres haben wir das Skyworld-Projekt weiterhin gemeinsam unterstützt und unsere Unterstützung ist dazu beigetragen, das Projekt wichtige Meilensteine auf einem Weg erreicht hat. In Sharjah haben wir die neuen Fachtransport zum ersten Mal gesehen. Ein Transport, der dazu beitragen wird, die kommerzielle Entwicklung der Technologie in Gang zu bringen. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden derzeit neue Teststrecken gebaut. Auf der einen wird in der Hochgeschwindigkeit Stringtransportverkehr zu sehen werden. In diesem Jahr haben wir Dutzende von großen internationalen Medien über die Erfolge des Projekts berichtet. Die Schlagzeile über unseren Transport erschienen in CNN, The National,
in andere Magazinen. Im vergangenen Herbst fand in Dubai schließlich ein bahnbrechendes Ereignis statt. Die internationale Expo heißt, in die internationalen Partner werden dazu beitragen, den Stringverkehr in einem wirklichen globalen Projekt zu machen. Und natürlich das Wichtigste, dank unserer gemeinsamen Bemühungen, ist Skyworld-Projekt im vergangenen Jahr in einer neuen Entwicklungsphase eingetreten. Wir alle sind die kommerzielle Verwirklichung des Stringtransports einen Schritt näher gekommen. Wir haben die wichtigsten Ereignisse des Skyworld-Projekts in unseren Webinaren, Präsentationen und Veröffentlichungen weiter hervorgehoben. Ich danke euch alle, dass ihr die Skyworld-Projekt gefördert haben und immer noch weiter fördern. Ich hoffe, dass ich im nächsten Webinar weitere interessante Neuigkeiten mit euch teilen werde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.